Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia. Ja, ich heute und wahrscheinlich auch morgen wird Phasmophobia kommen, weil ich einfach gerade nicht genau weiß, welches Spiel das ich gerade bringen soll. Bin mir das Ganze noch ein bisschen am Überlegen. Dazu kommt halt auch, dass ich nicht für jedes Spiel gerade Speicherplatz habe, deswegen, naja. Auf jeden Fall spielen wir jetzt erstmal ein bisschen Phasmophobia. Wir können wieder eigentlich nur gar nichts machen, außer Ziel 4, Ziel 1. Ich weiß nicht, ob Ziel 3 geht, weil ich ja alleine bin. Ich bringe jetzt erstmal alles rein und dann sehen wir uns drin, ja. Alter, guck mal, wie neblig das ist. Das ist neu. Hä, wieso ist das so neblig? Das ist doch nicht normal. Okay, hier drin geht's. Ich mache mal erstmal alles hier rein, in den Wohnzimmerraum. Wir machen zwar erstmal auch noch gerade das Licht an, das ist ja hier unten, genau. Vielleicht hat es hier unten, hatten wir nämlich ja auch schon mal, dass da hinten ein Ouija-Board gespawnt ist. Okay, ne, das ist nicht der Fall, dann gehen wir wieder hoch. Okay, Leute, jetzt ist alles drin. Wir nehmen natürlich wieder unseren, ja, eigentlich mittlerweile schon Standard, unser Standard, ja, keine Ahnung, Equipment. Wo ist hier der Lichtschalter? Hier. Equipment mit und gehen mal durch alle Räume und suchen mal, ob wir... Alter, es hat gerade übel gespiegelt, ich bin übel erschrocken. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir hier irgendwo einen Ausschlag finden. Oder natürlich sonst irgendwas Verdächtiges, wie ein Knochen oder so. Oh, lol. Okay, warte mal. Ist das hier drüben? Nee, hä? Ist das hier im Badezimmer? Nein, das ist hier, Alter. Okay. Also ich glaube, es war hier im Badezimmer. Wir machen hier mal das Wasser raus. Komm, also... und dann, ja, können wir hier auch erstmal irgendwie noch das Buch hinlegen oder so. Mach auch mal den EMF-Reader nochmal hier hin. Okay, dann hole ich mal noch das Buch und so. Okay, aber das Wasser ist noch nicht schmutzig geworden. Ich lege das Buch jetzt mal trotzdem hier hin. Dann gucke ich mal noch hier drüben, ob ich Fingerabdrücke finde. Ich gehe mal noch weiter mit dem EMF-Reader. Vielleicht war das ja alles nur ein falscher Alarm. Okay, hat das Licht wieder ausgemacht, aber das juckt uns gerade nicht. Oh. Man, das ist irgendwie einfach so eine Grundaktivität, die hier ist. Er ist in diesem Raum hier irgendwie. Und er ist wieder da drüben irgendwo. Hier hinten, oder? Eigentlich irgendwo hier. Ich habe aber auch noch keinen Knochen gefunden oder so. Also, ich weiß ja nicht. Also, ich habe gerade übel schnelle Schritte gehört. Okay, ich gehe jetzt nochmal in den Keller. Dann kann ich sowieso mal noch das Licht anmachen. Und ich also den Anzeichen an, die wir jetzt haben. Wo ist hier der Lichtschalter? Ach, hier vorne. Nee, das ist gar nicht für hier. Hier hat es gar kein Licht. Oh, lol. Nee, es ist da drüben mehr. Also doch eher Garage. Garage oder dieser Raum hier. Naja, dann hole ich die Sachen halt hier rüber. Ich meine, der wird sich schon irgendwann zeigen. Aber ich finde auch hier keine Fingerabdrücke. Ja, junge Leute, ich bin jetzt schon, also auch mit dem Schwarzlicht, jetzt hier durchs ganze Haus gelaufen und habe wieder nichts gefunden. Also der Geist macht es hier wirklich... Oh. Oh, nee, schade. Der Geist ist wirklich... ein bisschen schüchtern. Okay, mir ist gerade die Idee gekommen, vielleicht könnte er ja reden, wenn er sonst nichts irgendwie, ja, zeigt, macht, keine Ahnung, Alter. Ich frage ihn mal. Hallo? Ist hier jemand? Ja, nee, also. Mann, ich habe auch die ganze Zeit Türen, die irgendwie schließt oder öffnet. Und ich auch ab und zu Schritte, aber ich finde nichts. Ich laufe nochmal mit dem MF-Reader durch, vielleicht finde ich etwas... Oder warte, ich kann mit dem Buch durchlaufen. Vielleicht schreibt er mir ja direkt in die Hände. Das wäre nice. Mann, aber... Oh. Leute. Er huntet. Ah, ich glaube, er findet mich nicht. Ich habe sogar den EMF-Reader. Von hier. Oh, oh. Die Schritte werden immer lauter. Kommt immer näher. Alter, ist das creepy, Junge. Wie lange huntet er überhaupt? Okay, jetzt ist vorbei. Also ich habe übel viele Steps hier drüben gehört. Ich muss jetzt das Schwarzlicht holen. Ich lasse das Buch mal hier. Und ich mache nochmal Licht an. Den EMF-Reader nehme ich auch gleich mit. Ich meine, es war ja obviously ein Ausschlag da, weil es hat ja die ganze Zeit gepiepst, Junge. Oh mein Gott, ich dachte gerade, dieser weiße Schalter dort ist dein Kopf. Und dann sah es aus wie Slenderman. Ich höre ihn schon wieder laufen irgendwo. Aber ich weiß halt nicht wo. Und vielleicht ist es auch gar nicht der Raum, sondern wirklich hier drüben irgendwo. Ist hier noch ein Lichtschalter? Ah ja, hier. Die Dings sind auch offen hier. Er hat es scheinbar irgendwie durchsucht. Zum Glück haben wir es nicht dort drin versteckt. Sondern standen einfach im Badezimmer. Besseres Versteck. Das heißt, Leute, wenn ihr mal von einem Geist heimgesucht werdet, versteckt euch nicht im Schrank oder so, sondern geht einfach auf Klo. Das Wasser ist auch noch sauber, hä? Ich verstehe es nicht. Hat er vielleicht ins Buch geschrieben? Nee.
Ja, Brudi, also kann mal versuchen mit ihm zu sprechen, aber ich glaube nicht, dass er antwortet. Ja, Leute, warte mal, ich stelle jetzt mal noch die Kamera hier hinten auf, weil er war ja obviously sehr hier in der Nähe, weil wir haben ja laute Schritte gehört, oder ziemlich laute zumindest. Die Sonnenschere ist sehr beruhigend. Wir werden jetzt, also auf jeden Fall hier erstmal, ich verstecke mich hier im Vorhang, Alter. Alter, was macht der Typ? Was ist eigentlich mit dieser Lampe los? Guck mal, wenn es dunkel ist, leuchtet die Lampe an sich, aber wenn es hell ist, also wenn sie Licht macht, ist die Lampe aus, also dunkel. Hä? Guck mal, was ist das für ein Geist? Der handelt ja gar nicht richtig. Na, jetzt ist Licht aus. Also ist übel komischer Geist. Er handelt zwar, aber irgendwie nicht richtig. Also ist nicht aggressiv. Oh. Er ist im Gang. Oh, Gefriertemperaturen. Okay, ja dann. Brauche ich mal kurz den Rest. Ja, das erklärt einiges. Okay, Gefriertemperaturen. Okay, dann haben wir zumindest schon mal einen Beweis. Bringen wir hier mal noch den Rest und dann. Was dann? Dann hoffen wir, dass wir nicht gefressen werden. Oh gut. Scheiße, ich kann das Licht nicht anmachen. Hä? Was soll das? Wird er mich finden? Die Steps sind schon sehr, sehr laut. Mann, der soll jetzt endlich mal aufhören. Sollte vielleicht auch wieder mal in den Van, damit meine Sanity ein bisschen hoch geht. Okay, hat er wieder aufgehört. Once again. Ich kann meine Taschenlampe nicht an. Scheiße, ich habe meine Taschenlampe verloren. Oh nee. Nicht schon wieder, das habe ich doch schon. Ist mir doch schon mega viel passiert. Wo ist hier der Lichtschalter hier? Okay. Ah, hier ist die Taschenlampe. Aber hat immer noch nicht ins Buch geschrieben, Alter. Was ist los bei dem? Ich lasse mir hier kurz die Tür auf, weil ich will danach kurz in den Van gucken. Für das hole ich mir jetzt aber erstmal noch kurz die Kamera. Ach Mann, es ist wirklich schwierig. Was, also, was würdet. Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Was würdet ihr da jetzt machen? Oder sagen halt, wenn ihr jetzt schon einen Geist bestimmen müsstet? Ich meine. Wir haben noch keinen Beweis. Also doch, wir haben, dass es Gefriertemperaturen sind und so, aber er ist übel schüchtern. Tötet dich auch nicht, sondern läuft nur die ganze Zeit rum. Also ich verstehe es nicht. Ich will jetzt aber trotzdem mal hier noch kurz die Türen checken. Irgendwo, vielleicht jetzt mittlerweile, nach einem halben Jahrzehnt, irgendwo ein Finger. Es ist nirgendwo ein Fingerabdruck, Alter. Auch hier nicht, nee. Nix. Okay, wir machen hier jetzt auf jeden Fall wieder das Licht aus, sonst sehen wir nichts. Das kennen wir ja. Ja, jetzt gehen wir in den Van und gucken, ob ich vielleicht zumindest noch einen Geist drauf sehe. Da wäre das Ganze auch schon wieder ein bisschen lockerer. Okay, meine Sanity ist auch schon ziemlich tief, aber es geht noch klar. Okay, also ich bin. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd. Wie kann ich das denn machen? Wie kann ich das denn schaffen? Ich meine, der hat jetzt schon mehrmals gehuntet und hat mich gar nicht getötet. Ach so, einige Missionen werden erst abgeschlossen, wenn sie wegfahren. Also vielleicht die hier. Auf jeden Fall. Ziel 3 hatten wir auf jeden Fall auf Safe. Okay, jetzt gucken wir aber hier erstmal. Ah, da ist schon eins, oder? Ich warte noch kurz, vielleicht war das nur irgendwie Staub. Ja, nee, da ist auch eins. Ja, nee, okay, dann ist es auf jeden Fall. Wir sollten sowieso mal links eintragen. Okay, wir haben auf jeden Fall Geisterorb und Gefriertemperaturen. Es könnte noch ein Phantom, ein Mare, ein Yurei. Also ein Yurei ist es bestimmt nicht, weil die sind immer aggressiv. Ein Phantom. Könnte es sein oder ein Mare? Also rein nach mir jetzt. Okay, für ein Yurei müsste es noch ein Geisterbuch sein. Für ein Mare noch die Geisterbox. Okay, und wenn wir noch EMF Level 5 hätten, wäre es ein Phantom. Okay, meist beschworen durch das Ouija-Board. Das Problem ist, wir haben kein Ouija-Board gefunden, hatten aber schon einen EMF Level 5 Ausschlag. Also es ist gerade schwierig, Junge. Ich gehe jetzt einfach nochmal rein. Ich meine, unsere Sanity hat sich um 3% wieder aufgeladen. Ja, EMF müssen wir gucken. Fingerabdrücke brauchen wir gar nicht mehr gucken. EMF, Buch oder halt, was war das andere? Scheiße, ich hab's vergessen. Oh Gott, was war das nochmal? EMF, oh. Licht aus. Licht aus. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Was? Mit welchem Wesen haben wir es denn hier zu tun? Oh Gott. Es war auf jeden Fall kein Phantom, aber ich weiß nicht, ob es ein Yurei oder ein Mare war. Ich sage jetzt einfach Mare. Ich weiß es nicht. Boah, dieses Monster sah so disgusting aus. Alter, es war ein Mare. Ich hatte es richtig, let's go. Aber wir haben keinen Knochen. Was für die Fotos? Nix bekommen? What? Wieso denn? Schade, auch nur 10 Geld. Warte mal, ich will das nochmal kurz gucken. Alter, dieses Foto. Alter.
Was ist denn mit dem falsch? Oh Gott, Junge. Jetzt habe ich Albträume heute Abend. Oh Gott, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr... was ist los? Wenn ihr jetzt auch Albträume habt von diesem Monster, dann lasst 2 Likes und 2 Abo da. ne, auf jeden Fall war es mit dieser Folge Phasmophobia. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.